ich habe den vermisst, ne? Und ihr uns bestimmt auch, ne? Und ich habe vor allem den Jürgen vermisst, dass der endlich wieder bei mir putzt. Hallo, du kannst die Schublade wieder auch mal wieder neues so aus der Werkstatt. Guck mal. Ach, guck mal. Na, ach, geht, geht doch, geht, oder? Geht, geht. Geht, geht. Du warst auch nicht hier, ne? Ja, ich war ja im Urlaub, genau. War keiner, der also, schmeißt. Wir haben ja jetzt etwas länger Pause gehabt und wir haben uns erholt. Obwohl man dazu sagen muss, ich war schon im Urlaub, Jürgen fährt jetzt noch mal ein paar Tage, aber noch. Das wird uns jetzt hier an dem Programm nicht viel ändern und aufhalten. Unterbrechen. Also wir heute haben wir aufhalten. Dienstag, unser erster Tag wieder nach der Sommerpause. Und jetzt geht's so richtig auf die Fresse, würde ich sagen. Also für euch. Wir senden jetzt immer dienstags und freitags und die nächsten 6 Wochen sonntags. Im Laufe des Tages, vormittags, ja, guck mal, wann es war, senden wir unser E-Auto. Aus dem Elektrostudio. Genau, E-Auto Spezial. Haben wir schon oft genug angeteasert. Viele haben schon gesagt, wann kommt das endlich so? Kommt jetzt, wir haben es jetzt fertig. Die im Schnitt sind auch fertig, ne, Basti? Mhm. Ja, also es war alles etwas geknubbelt, das Ganze. Und das wird jetzt Aufwand. Aufgesendet. Also dann schaut euch einfach mal sonntags an, dass... Wir fanden es sehr geil und sehr konstruktiv. Am besten konstruktiv hat mir das Stück auf dem Verkehrssicherheitszentrum. Genau, das ist war dann, glaube ich, ja, guckt einfach. Ist drin. Ich weiß gar nicht, was für ein Teil das ist. Ist egal, ist mit drin. Ist mit drin, genau, beim ADAC waren wir, das war auch geil. Das war richtig geil. ADAC-Fahrsicherheitszentrum. Genau, was, dann haben wir sie mit dem Auto liegen geblieben, das haben wir mal so geguckt, wann ist wirklich mal Schluss, wie verhält sich dann so ein Auto? Ich meine, wenn ein Benziner kein Sprit mehr drin ist, macht der bupp, macht das ein E-Auto auch, was macht das? Ach, ey. Putz, mach mal sauber hier. Ja, das stand die ganze Zeit rum. So, also. Freut euch drauf, wir freuen uns drauf, ja. Jetzt gehen wir wieder Vollgas. Es kann sein, jetzt, dass wo der Jürgen ja jetzt noch ein paar Tage weg ist, dass ein, zwei Stücke dann nur mit mir kommen, aber dass du mich wird da auch lustig. Das finde ich sehr schön. Genau. So kann jeder von uns, oder jeder von uns muss ja mal ein bisschen Urlaub machen. Hat ja. Leider nicht gepasst, dass wir zusammen waren. Im Urlaub? Auch. Machen wir noch. Kommt noch. Genau, aber dann sind wir zusammen. Das ist immer so anstrengend. Weg, ne? Ja, aber mit dem Jürgen zusammen ist immer so anstrengend, weil ab mittags um 12 geht immer, das ist die erste Dose wieder auf. Das zischt es. So, wir haben hier heute Neues aus der Werkstatt. Und zwar haben wir hier einen Käfer. Der Käfer ist von Baujahr 97. Ah, Mexiko. Mexiko-Käfer, genau. Das Problem ist, das ist ja schon ein Motor mit Einspritzanlage und der wird zu heiß. Ich bin den selbst gefahren. Der Wagen macht vom Öl ja 120 bis 130 Grad. Das ist ja luftgekühlt, aber den holen wir jetzt mal rein und dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir das Problem, dass der zu mager läuft. Und weiter geht's. So, hier ist der Käfer. Der wunderschön, Käfer, auch schön gemacht hier oben mit dem Dach. Da sieht der du kannst echt wenigstens einen Koffer mitnehmen hier drauf. Mega geil aus. Echt schön. Ja. 1302, flache Scheibe. 1303 war damals diese gewölbte Scheibe. Ja, Käfer besonders, Tank vorne im Kofferraum. Das Kofferraum. Ist aber auch ein altes Kärtchen. Ich hatte auch damals ein Auto. Was ist das für ein Baujahr, Holger? Da hat er keine Zentralverriegelung? 97, nee, er hat keine Zentralverriegelung. 97er Baujahr. So, und hier vorne ist der. Kann man den Kofferraum aufmachen? Ja, Back, Hebelchen runter. Kofferraum auf. Sieht auch schön aus. So ein bisschen eingestaubt durch den Regen. So, hier vorne ist der Tank. Das Thema ist bei dem Wagen, das ist schon einer mit Katalysator. ASHS, geregelter Katalysator, Lambda-Sonde und. Wir heben den mal rauf, den Wagen, um zu schauen. Und das Problem ist, dass der zu heiß wird. Ich habe das damals bei meinem Käfer auch gehabt, ja, dass der zu heiß geworden ist. Obwohl, das war ja ein Vergaser. Jetzt haben wir hier bei dem die Vermutung, dass vielleicht was mit der... Der zu mager läuft, die Lambda-Sonde irgendein Problem hat. Hebst du mal kurz ein bisschen an. Ja. Und grundsätzlich ist das ein luftgekühlter Motor. Da muss man sich vorstellen, luftgekühlt. Das heißt, hier hinten ist ja alles so abgeschlossen. Hier oben ist zwar auf und hier ist auch auf. Also, ne? Wie kühlt der jetzt den Motor? Hier ist die Kurbelwelle.
über den Rippenriemen wird der Generator betätigt. Das ist ja schon ein Drehstromgenerator. Wir haben einen normalen Keilriemen, ne? Rippenriemen, siehst du? Wir sagen heute nur noch Rippenriemen. Ja, ja. Keilriemen. Und hinten auf der anderen Seite von dem Keilriemen ist schon mal eine GoPro. Hier ist natürlich auch ein Lüfter drauf. Kann man sehen, hier vorne diese kleinen Schäufelchen, die drücken die Luft durch den Generator. Das ist der Generator, weil der entwickelt ja auch eine bestimmte Temperatur, wenn der lädt. Aber hinten dran, auf der Rückseite vom Generator, da ist der eigentliche Lüfter befestigt. Das ist ein großer Hamsterkäfig, der da hinten dran ist. Und der transportiert die Luft durch diese Schläuche, die man hier sieht. Wenn man die nämlich beim Montieren vergisst oder nicht richtig einhängt, dann überhitzt der Motor auch. Hier haben wir auch was. Guck mal hier. Wo kommt das denn her? Auf eine Belüftung von hinten, da können wir uns ja mal angucken. Ist auch ab, guck. Ja, ja. Das ist da hinten irgendwie rausgegangen und dann hier abgefault oder abgeknüppelt. Ja, schauen wir uns gleich mal an. Ja. Das, daran wird es liegen. Vor allen Dingen sind diese Rohre auch dafür da, um innen drin zu heizen. Das heißt, hier geht die Luft durch und geht dann durch... am Auspuff vorbei, die Zylinderköpfe, an den Zylinderköpfen, am Auspuff. Genau, und dann sind Heizbirnen, nennt man das. Können wir gleich von unten gucken. Und das erhitzt sich. Aber jetzt wollen wir euch erstmal das Rad hinten zeigen, dieses Lüfterrad hinten, was da drin sitzt. Und dann mal gucken, vielleicht, wenn wir... Ah, das ist das. Sauber. Das ist gut. Müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir wieder aufnehmen können. Wollen wir ein bisschen die Spitze ein bisschen sauber machen, oder geht das? Ich glaube, das ist ganz gut. Oh, das kann man gut sehen. Ja. Schauen wir mal, wenn wir jetzt hier hinten reinschauen. Vielleicht noch ein bisschen mit Beleuchtung. Hast du? Oh, ja. Junge, ist das heute so schwer hier. Warte, ich nehme mal den hier mit hier dran, so. Ja. Kann man dann das Lüfterrad noch besser sehen. Da kann man schön Schaufelrad sein. Genau. Wenn man jetzt hier vorne dreht, kann man sich das bewegen. Da. Und da wird das Lüfterrad von dem Keilriemen über dem Generator angetrieben. Ich gucke gerade, ob das sauber ist, weißt du, oder ob das total verschmutzt ist, aber das sieht sauber aus. Ja. Das ist sauber, sieht sauber aus, ja. So. Damit wird die Luft durch diesen Kasten von hinten angesaugt und in den Motor reingedrückt. Genau, hier oben drum wird die frische Luft angesaugt und geht dann in den Motor unten. Ich mache mal auf Stopp hier, ne? Ja, genau. Stopp, dann gucken wir uns das mal unten an. Also, wir können ja auch mal schauen, wenn wir den Wagen laufen lassen. Ja. So, wenn wir den Wagen laufen lassen, Jürgen, ob das Lüfterrad überhaupt genug Wind bringt. Wind bringt, genau. Setz du dich doch mal rein, kommst du rein? Ja. So, machen wir mal hier eine Seite los. Ich meine, wer weiß, wer das auseinandergeschraubt hat oder gemacht hat, könnte ja sein, dass dass überhaupt nicht genug Luft rauskommt. Ich fühle mich hier drin wie in meinem Fahrschulauto damals, war nämlich auch ein Käfer. Echt? Hast du einen Käfer? Deswegen fährst du so komisch. Ich habe immer gedacht, das ist ja nicht normal, wie der fährt. Guck mal hier, Basti. Hier oben haben wir ja noch ein Käferzeichen, ne? Hier ein VW-Zeichen oben drauf. Und, kannst du das sehen? Und wir waren nah genug am Bordstein, wenn das Zeichen mit der Bordsteinkante eine Flucht gegeben hat. Du wusstest immer, bist genau richtig. Also echt tolle Tipps mit dem Auto, was wir bekommen haben bei der Fahrschule. Krims, Märchenstunde. Ja. Wahnsinn. Ey, echt? Ja. Das war dann so. Wenn das Zeichen mit dem Bordstein gleich ist, bist du nah genug. Wie hast du bei den anderen Autos danach gemacht? Immer ein VW-Zeichen drauf. Seitdem bin ich auf der linken Spur. Gut, Jürgen, lass mal laufen. Ja. Ne, der saugt jetzt hier die Luft an, dann müsste jetzt hier also volle Pulle Luft rausströmen. Gib mal Gas. Oh,
Okay, hier kommt aber auf jeden Fall ohne Ende Luft raus. Pass auf, Jürgen, bleib da mal drin sitzen. Mach noch mal aus, bitte. Ich fahre dich jetzt mal nach oben. So, kurze Unterbrechung. Denkt an unsere Versteigerung für den Ventildeckel. Die hat der Thomas gebaut, den Ventildeckel. Exklusive Ventildeckel für über die Theke oder in einem Oldtimer-Garage von einem alten W108. W108. Schön mit Schraubdeckel, mit App zu steuern. Wir wollen mindestens 1000 Euro haben. Schickt euer Gebot hier an die Mailadresse. Gebt Gas, es ist für die Flutopfer da draußen. Und wir werden eine Familie finden, die das Geld gut gebrauchen kann. Und desto mehr, desto besser. Gebt Gas. Das und hoffen. Und wir hoffen, dass da was bei rumkommt. Danke. Ja. Ich fahre dich jetzt mal nach oben, um zu gucken, ob unten die Luft auch ankommt. Bleibst du drin, ne? Sehr gerne bleibe ich hier drin. Ja, ist ja klar, ne? Ja. Und gucken, ob unten die Luft ankommt. Wie gesagt, das wird dann, innen drin ist so ein Hebel, den kann man hochziehen und dann wird eben die warme Luft in den Innenraum reingebracht. Das Geile war immer dann, wenn die Heizbirnen kaputt gegangen sind, dann sind die Abgase mit reingeströmt und dann hat man so, ja, könnte man schon mal ein bisschen... hat man ein bisschen frische Luft. Der hat nur noch einen Hebel hier, ne, Holger? Was hat der? Der hat nur einen Hebel. Nur einen Hebel? Ja, die ganze Alten hatten ja zwei Hebel. Einen rechts, einen links neben dem Handbremshebel. Wo meinst du denn einen Hebel? Der macht mit einem Hebel wahrscheinlich beide. Aber er betätigt mal den Hebel. Der den Hebel nicht zieht. Ja, da ist der Hebel. Wenn man den jetzt umlegt, kann man sehen. Und dann werden die Klappen hier oben aufgemacht und dann strömt die Luft hier raus. Hier an diesen Stellen, also hier durch kommt die Luft, strömt hier lang. Innen drin müsst ihr euch vorstellen, der Auspuff, der warm wird. Hier geht die kalte Luft dran vorbei, erwärmt sich hier an diesen Heizbirnen, geht dann hier weiter, hier durch. Und dann hier über diesen Schlauch in den Innenraum. So, und jetzt müsste hier eigentlich die warme Luft, hier und hier, die warme Luft rauskommen. Und damit wird natürlich auch Hitze abtransportiert. Ja, Jürgen, starte mal! Gib mal Gas! Gleichzeitig wird hier die Luft dran vorbeigeströmt. Kann man das? Adnan, hast du mal eine Zigarette? Kann man am besten mit einer Zigarette. Adnan ist ja so ein Raucher. Was? Hast du mal Feuer? Mach mal an, ich mag dich nicht rauchen. Seht ihr, ich zieh doch mal. Das ist die Luft hier vorbei. Gib mal ein bisschen mehr Gas. Also hier strömt ganz viel Luft dran vorbei. Gut. Junge, Anna, warum machst du das? Auf jeden Fall strömt hier jede Menge Luft dran vorbei. Hier vorne kommt auch die Luft raus. Also ich habe damals bei meinem Käfer, habe ich die Dinger immer abgehabt. Die lassen wir jetzt auch mal einfach so ab. Und dann im Winter drauf machen. Ich habe die immer so abgehabt, damit hier mehr Luft abtransportiert wird. Weil ich habe einen Geschmack im Monat nicht geraucht. So. Gib noch mal Gas. Gas! Okay! Gut, mach mal aus! So, wir haben ja vermutet, dass die Lambda-Sonne eine Macke hat. Das Problem ist, guck mal hier an dieser Stelle, da ist der Auspuff kaputt. Da ist der Auspuff rausgebrochen an dieser Stelle. Seht ihr das?
Ich hole mal eben einen Schraubenzieher. Da ist der Auspuff kaputt. So, und die Abgase, die jetzt da von hinten, von dem Zylinder hier lang strömen, also hinten von dem Zylinder und von dem Zylinder, strömen hier lang, gehen hier rein. Hier saugt er auf jeden Fall Sauerstoff mit an, drückt das hier durch und hier vorne sitzt die Lambda-Sonde. Und die kann natürlich überhaupt gar nicht richtig regeln, weil hier die Abgase natürlich vorbeiziehen und der hier immer mit Sauerstoff nimmt und die Lambda-Sonde natürlich die ganze Zeit immer mehr Kraftstoff dazu tut. Eigentlich kann er, also Problem mit Mager kann er nicht haben, der wird eher fett. Kann man mal gucken. Ja. Ja. So, was natürlich jetzt noch sein könnte, ist, dass die Lambda-Sonde kaputt ist. Lambda-Sonde haben wir schon oft genug erklärt. Lambda-Sonde misst den Rest Sauerstoff im Abgas und sagt dem Steuergerät dementsprechend, damit man ein optimales stöchiometrisches Gemisch haben. 1 Kilogramm Kraftstoff zu 40, 8,8 Kilogramm Luft. Also sagt dem Steuergerät immer mehr Kraftstoff einspritzen, weniger Kraftstoff einspritzen, damit dieses optimale Gemisch erreicht wird. Und dabei zum Kompromiss die besten Abgaszusammensetzung ist, aber auch nur ein Kompromiss. Aber was ich vergessen habe, ist hier unten drunter, ist natürlich dann noch nach der Lambda-Sonde, ist hier unten drunter im Auspuff der Katalysator. Ne? Der sitzt hier vorne drin. Ja. So, und was wir jetzt mal schauen, ist, ob die Lambda-Sonde überhaupt regelt. Muss ich hier wieder raus? Du darfst wieder raus, ja. Oh. Bye. Rauchen ist nicht schön. Ich habe gerade hier mit der Zigarette vom Adnan. Das ist so, ich habe das früher auch gemacht. Die haben sich echt meinen Mund genommen. Boah, das ist nicht schön. Ja, also ich habe 6 Jahre geraucht und gesoffen und dann wurde ich eingeschult. Nein, du hast die ersten 6 Jahre nicht geraucht. Du hast 6 Jahre nicht geraucht und dann wurdest du eingeschult. Ne? So. So, auf jeden Fall die Lambda-Sonde. Hier ist der Stecker von der Lambda-Sonde. Jetzt schauen wir einfach mal, ob die Lambda-Sonde überhaupt noch regelt, weil es könnte ja auch sein, dass die Lambda-Sonde die ganze Zeit mager, mager, mager da anzeigt. Und möchten wir den Abgastester haben? Mal hier. Was da? Massekabel los vom Steuergerät, vom Motorsteuergerät. Guck mal da. Und deswegen stinkt der so? Das kann natürlich auch schon sein, ne? wenn das Massekabel los ist, dann weiß das Steuergerät. Guck mal hier. Ja, da ist alles lose dran. Ja, guck mal hier. Sollen wir mal vorher nachher messen? Komm, ja, Abgase kannst du vergessen zu messen, weil der hat einen Auspuff kaputt. Ach, das auch noch? Ja, das haben wir gerade gesehen. Da ist der Auspuff kaputt direkt vor der Lambda-Sonde. Also ich will jetzt nur mal schauen, ob die Lambda-Sonde überhaupt noch regelt. Weißt dann du? Lass uns das wenigstens festziehen. Ja, das ziehen wir fest und dann gucken wir mal, ob die Lambda-Sonde überhaupt regelt. Mhm. Ich fürchte, ja. Die lässt sich nicht festdrehen hier. Boah. Ja, ist aber richtig gut, wenn das die Masse ist vom Motorsteuergerät. Ne? Oder weil das ja da auch mit der Lambda-Sonde da zusammenhängt, dann kann das gut sein, dass wir deswegen auch das Problem haben. Das kriegst du nicht fest. Haben wir noch einen größeren außer den hier? Ein Kreuz. Dann mach doch mal los und häng ein paar Unterlegscheiben drunter. Ja, ich wollte den. Die ganze Zeit. So, schauen wir jetzt mal. Das ist nicht so grob. Lass uns starten. Bist du los? Ja. Ja, okay, komm, dann hol ich Unterlegscheiben, dann legen wir ein paar Unterlegscheiben. Vielleicht sitzt der dann unten drauf, deswegen kriegst du ihn nicht fest. Hä, wieso geht denn hier nicht fest? Ist ja nur so kurz. Seltsam. Was ist mit der Masseverbindung und sonst? Guck mal, eine Unterlegscheibe. Zwei, oder? Nee, das ist zu viel dran. Eine müsste passen, weil es nicht viel Luft darunter. Thank you.
Jetzt ist das Blech darunter auch weg. Kurios, das ist nämlich die Halterung bzw. das Ding, wo das Blech auch mit festgeschraubt ist. Und noch da verrutscht. Da, da hinten ist es. Bisschen weiter rüber. Mhm. Früher schon mit gefummelt mit diesen Blechen. Ne? Diese Hitzebleche da ja, drin. Ja, genau. Wärmeleitung. Ich kann das aber jetzt auch, warte mal, vielleicht kann ich mich unten drunter legen und das was rüber drücken. Es hat gepackt, es hat gepackt. Ja? Hat gepackt, hat gepackt. Jetzt brauche ich einen anderen. Nicht fest. Ja, deswegen. Ja, aber du hast, der hat noch einen halben Gewindegang, hat er jetzt gerade gezogen mal. Das stimmt fast nicht. Mal suchen. Bist du mitgedreht? Mhm. Mit dem Ding hier nicht. Da, dann hat er jetzt gezogen. Ja. Ja, wunderbar. Ja, super. Super. Wunderbar. So. Ja, der drückt direkt wieder Stecker ab. So. Jetzt ziehen wir fest. Nochmal. So. Jetzt lass uns auch gleich mal gucken, wo der hier hingeht, ne? Der Schnorchel. Der ist irgendwie von der Belüftung oder was, ne? Der hängt ja auch mit am Luftkanal dran. Ja, jetzt messen wir erstmal hier erstmal die Lambda. Erstmal die Lambda-Sonde. Was du sagst. So, 0 bis 0,8 Volt. Ja. 0,9 Volt. So, in dem Bereich muss ich jetzt hin und her pendeln. Wo hat der? Hast du ein Klemmerchen hierfür? Heldetonik, ne? Mhm. Hab ich in der Art aber auch noch nicht gesehen. Dass er die Luftmessung da oben drüber hat. Hat er die Luftmassenmesser dann? Der hat kein Luftmassenmesser, der macht das über das Coating, ne? Das hat keine Heldetonik, da muss er da einen Drucksensor drücken. Ja, aber der hat einzelne Einschriftfüllen. Ja, ja, aber wie macht er denn die Zumischung? Entweder über die Außenklappenstellung, trotzdem, das dreht sich. Aua, aua! Okay, jetzt hat den gerade Mager die ganze Zeit gemacht. Kann er doch gar nicht sehen.
mal in den, das müsste eigentlich der schwarze sein. Der andere war in der Heizung, ne? Ja, das Signal ist ja irgendwie da, aber guck mal was. Aber was für ein Signal? Wir haben jetzt hier, sind wir auf 2 Sekunden. Ja, aber was macht der denn für ein verrücktes Zeug? Jetzt ist er stabil. So, jetzt haben wir jetzt sagt er die ganze Zeit mager, mager, mager. Und jetzt wird er wieder zu schwingen. Konstante Spannung sein, die immer rauf und runter regelt. Diese Schwingung, das habe ich noch nie gesehen. Erst im Lastwechsel haben wir doch, dass er anfängt zu arbeiten oder bei Drehzahländerungen. Pass auf, aber nicht sowas. Ist denn, wenn wir nicht so ein Problem vom Steuergerät haben? Lassen wir nochmal abklemmen. Und nur die Sonde messen. Nur die Sonde messen. Das Signal, was da rauskommt. Pass auf, ich lasse ihn laufen. Mach mal. So, pass auf, ich gehe mal direkt unten an die Lambda-Sonde dran. Also mit dem Minus direkt an den Auspuff dran, dass wir. So, jetzt nochmal. Jetzt schauen wir uns das nochmal an. Also wir haben jetzt das Steuergerät abgeklemmt, weil so Schwingungen können ja auch mal irgendwie Schwingungen vom Steuergerät sein, wer weiß. Ja, lass mal auf. Warte, ich gebe Gas. So muss sein. Ja, das würde ja bedeuten, dass da irgendwas vom Steuergerät da reinhaut. Genau so. Aber gut, so ist perfekt. Jetzt stecke ich das Steuergerät wieder drauf. Und zack. Fängt an, voll zu spielen. Jetzt hat er die ganze, Zeit, nachdem er jetzt anfängt. Der sagt ihm jetzt die ganze Zeit, warte mal, mageres Gemisch. Sagt ihm jetzt die ganze Zeit, anfetten, anfetten, anfetten. Ja gut, wenn der natürlich, diese Schwingungen sind ja jetzt weg, was wir da gemessen haben. Ich halte an der Stelle mal den Auspuff zu. Vielleicht, wenn wir jetzt den Auspuff zuhalten. Soll ich was höher lassen oder geht das noch? Nämlich
hast daran gewackelt. Jetzt fängt er wieder an. Gesehen. Also normalerweise muss das eine ganz stabile Spannung sein, die beim Gas geben sich verändert und so eine Welle reinmacht. Aber diese Wellen hin und her, da stimmt was mit der Lambda-Sonde nicht. Aber Auspuff ist auch kaputt. Das heißt, da muss ein neuer Auspuff rein, eine neue Lambda-Sonde rein. Und dann muss man das einfach nochmal neu bewerten, ob dort jetzt immer noch ein Problem ist mit dem zu heiß werden. Das muss jetzt als erstes gemacht werden. Also schon ziemlich seltsam. Jetzt guck mal, wo der Schlauch hinführt. Der kommt da unten irgendwo in der Nähe vom Anlasser kommt der raus, ne? Vom Starter. Ich habe keine nicht mehr. Ja. Ich habe Lampe. Da kommt er raus. Da geht er rum. Oh, was ist das? Sagt mir nichts. Hier hängen überall ein bisschen Kabel rum. Ich weiß nicht, was das ist, habe ich noch nie gesehen. Benzinabscheider. Also ich kann, der Schlauch geht hier dran, Holger, an so eine Bombe, die hier drunter sitzt. Guck mal, ist das ein Benzinabscheider oder was soll das sein? Das Kabel, der Schlauch geht nach vorne weg. Ja, das kann sein. Das kann sein, das ist, weißt du, was das ist? Das ist für die Benzinabscheider, für die... für den Tank. So, und wo kommt der Schlauch herunter? Und der Schlauch, der kommt hier da oben und geht da oben durch. Hier geht er durch, hier. Guck. Ja, und wo endet der dann da? Ja, da, wo wir eben drauf waren. Ja, aber wo geht das hin? Das ist zur Luftführung. Aber was macht das an der Luftführung? Ja, ist das hier der ja. die drücken das in den Tank da rein. Drüber? Hey, guck mal, da. Die drücken das in den Auspuff. Genau. Die drücken das in den Auspuff rein. Die lassen es einfach mitverbrennen, die Gase. Also der hat vorne... Mit Verdunsten? Ja. Die haben vorne im Tank, haben hier einen Aktivkohleabscheider für die... Guck mal hier, Basti, vielleicht siehst du das für die Abgase, die sich für den Benzol, was sich da in dem Tank bildet. Da oben dieses Ding. Da ist die Leitung, die geht hier runter, hier rum und geht hier weiter bis zum Tank. Die hier. Und da kommen die Benzindämpfer raus. Und die Benzindämpfe leiten die einfach an der Lambda-Sonde. An der Lambda-Sonde, die ist direkt damit verbaut, in den Auspuff rein. Genau. Das heißt, die Dämpfe werden da drin verbrannt, verdunstet, wie auch immer. Eliminiert. Verschwinden jedenfalls. Ja, so, deswegen haben die dann diese California-Norm dafür bekommen, ne? Für den Wagen. Ja, Schlauch abschneiden, neu draufsetzen, fertig. Genau. So, und hier die Heizbirne, wie gesagt, das müsste man abbauen, das schweißen oder richtig instand setzen. Da, das Loch, da siehst du da, guck da. Ja. Das ist voll kaputt. Ja. Wenn du hier einen Schlüssel ansetzt, kannst du bröseln, der ganze Mist auseinander. Genau. Okay, ich spreche schon mit dem Kunden ab, was wir machen sollen. Ich stecke ihm hier die Heizbirne wieder drauf, damit es ins Warm wird. Und spreche schon mit dem Kunden ab. Lohnt sich auf jeden Fall für den Wagen, runter, das Auto. Jo, schönes Ding. Das war heute unser Mexiko-Käfer-Spezial. Bei den Temperaturen Mexiko ist das super. Ja.
lasst euch gut gehen. Wir freuen uns aufs nächste Mal und toi, toi, toi. Bis dann. Und ja, bleibt gesund. Jürgen, ja. Wann fährst du im Urlaub? Demnächst, ne? Bis demnächst dann. In Urlaub. Tschüss. Tschüss.